Ich bin Anne-Dore Prengel. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin im Ruhestand. Ich habe vor vielen Jahren 10 Jahre im Schuldienst gearbeitet, in verschiedenen Schulformen und dann 30 Jahre an 4 verschiedenen Universitäten, zuletzt an der Universität Potsdam. Und jetzt, während meines Ruhestands, habe ich ein Schwerpunktthema gefunden, was mir sehr viel Freude macht. Es ist das Thema Kinderrechte in pädagogischen Beziehungen. Und es gibt sehr viele Menschen, die auch dieses Thema sehr wichtig finden und die sich daran beteiligen, dieses Thema im Bildungssystem zu beachten und ihm Bedeutung zu verleihen. Woran erkennt man gute pädagogische Beziehungen? Gute pädagogische Beziehungen sind kinderfreundlich, vermitteln Kindern Anerkennung und helfen ihnen, die vielen Dinge, die sie lernen müssen, gut lernen zu können und zu verstehen. Und wenn ein Kind sich fehlverhalten hat, dann tragen gute pädagogische Beziehungen dazu bei, dass das Kind damit aufhören kann und die guten Ansätze, die es auch hat, auch wenn wir sie vielleicht als Erwachsene manchmal nicht gleich erkennen, diese guten Ansätze zu entwickeln und zu stärken. Und wenn etwas Schlimmes passiert ist, was anderen geschadet hat, dann helfen wir diesem Kind, den Schaden wieder gut zu machen und nicht etwa ausgrenzende Strafen zu praktizieren, die alles nur noch schlimmer machen. Wir wollen dann dazu beitragen, dass alles besser wird. Und wir geben den Kindern in guten pädagogischen Beziehungen Halt und Sicherheit. Denn wenn Kinder sich geborgen fühlen, wenn sie Sicherheit finden bei uns Erwachsenen, wenn sie uns vertrauen können, dann können sie den Kopf frei haben, um auch die Welt zu erkunden, um vieles zu entdecken, um sich zu entwickeln und um zu lernen. Aber wenn sie sich unsicher fühlen, wenn sie uns nicht vertrauen können, wenn sie nicht wissen, dass wir ihnen Halt geben, dann haben sie auch nicht die Möglichkeit, sich frei zu entwickeln beim Spielen und beim Lernen. Und sie sind blockiert, weil sie damit beschäftigt sind, ihre negativen Gefühle, ihre Ängste, ihre Wut in irgendeiner Weise zu verkraften und zu bewältigen. Also schlechte pädagogische Beziehungen, missachtende pädagogische Beziehungen haben kurzfristige Folgen und langfristige Folgen. Die kurzfristigen Folgen sind, dass es dem Kind schlecht geht, wenn wir es missachtend ansprechen, dass es sich einsam und verlassen fühlt, dass es im Zweifelsfall auch wütend und aggressiv werden kann. Und die langfristigen Folgen sind, dass wenn unsere Verletzungen lang andauernd und schwerwiegend waren, dass das Kind dann Traumatisierungen mitbekommt, die im späteren Leben sich auch noch auswirken. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir von klein an, von kleinsten Kindern an, vom ersten Lebensjahr an, freundliche, feinfühlige Beziehungen zu den kleinen Kindern pflegen und auch entsprechend altersgemäß gut mit den größeren Kindern und mit Jugendlichen umgehen. Also das Thema pädagogische Beziehungen ist ein Thema, das alle pädagogischen Berufe betrifft. Es betrifft diejenigen, die als Tagespflegepersonen mit den ganz kleinen Kindern arbeiten oder die als Erzieherinnen, Betreuerinnen in einer Kinderkrippe mit den ganz kleinen Kindern arbeiten. Es betrifft die pädagogischen Fachkräfte im Kindergarten, die Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte in der Grundschule und alle beteiligten Lehrerinnen und Lehrer in der Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2. Und letztendlich ist es erforderlich, die Menschen, mit denen wir arbeiten, anerkennend zu behandeln, auch wenn sie eine Berufsausbildung machen oder wenn sie an der Erwachsenenbildung teilnehmen. Also für alle pädagogischen Berufe in allen pädagogischen Arbeitsfeldern ist es notwendig, dass sie sich damit auseinandersetzen, welche Folgen
die Qualität ihres Beziehungshandelns hat für die Gegenwart und für die Zukunft der Menschen, mit denen sie arbeiten. Hier in Reckahn befindet sich die erste philanthropische Musterschule. Das ist eine Schule, die Ende des 18. Jahrhunderts eingerichtet wurde für alle Kinder des Dorfes, die hier gemeinsam, Mädchen und Jungen, die Schule besuchten und dort einen Unterricht bekommen haben, der sehr gut war, der kinderfreundlich war und der sie sehr gut qualifiziert hat. Die Alphabetisierung in dieser Gutsherrschaft ist viel früher realisiert worden als insgesamt in Preußen lange vor der Zeit, als das flächendeckend umgesetzt wurde. An diesem Ort, an diesem historischen Gedächtnisort, haben sich Menschen getroffen seit 2011, die sich dazu verpflichtet haben, an der Verbesserung pädagogischer Beziehungen zu arbeiten. Es gibt viele Menschen in diesem Bildungswesen, denen es wichtig ist, dass wir als Erwachsene respektvoll mit Kindern umgehen, auch um demokratische Sozialisation, demokratische Entwicklung bei Kindern zu fördern und ihnen sowohl Selbstachtung als auch Anerkennung der anderen als grundlegende demokratische Fähigkeiten zu vermitteln. Die Menschen, die sich hier getroffen haben, haben einen Arbeitskreis gebildet, der heißt Arbeitskreis Menschenrechtsbildung und haben in fünfjähriger Arbeit ein Manifest entwickelt. Es ist das Manifest Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen. Es wurde 2017 hier verabschiedet. Dieser Text enthält 10 Leitlinien. 10 Leitlinien für die Ethik pädagogischer Beziehungen. Es sind 6 Leitlinien, die ethisch begründetes Handeln, also positives, eigentlich vorbildliches Handeln begründen und Leitlinien, die uns vermitteln, wie wir nicht handeln sollen. Die erste Leitlinie lautet: Kinder und Jugendliche werden wertschätzend angesprochen und behandelt. Alle anderen Leitlinien sind davon abgeleitet. Wir wissen aufgrund von vielfältigen Studien, dass seelische Verletzungen in der Praxis vorkommen. Körperliche Gewalt und sexualisierte Gewalt sind schon längst verboten und werden auch juristisch geahndet und sind sehr selten. Die häufigste Form der Gewalt gegen Kinder, die in der Praxis vorkommt, ist die Form der seelischen Verletzung. Die Kinderrechte, die Kinderrechtskonvention, untersagt jede Form der seelischen Gewalt. Die Kinderrechtskonvention fordert Staaten und alle verantwortlichen Menschen auf, dafür zu sorgen, dass seelische Gewalt vermindert wird, dass wir sie abbauen. Und darauf beruhen die Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen. Sie haben zum Ziel, diese seelische Gewalt zu vermindern. Was kann man nun in der Praxis eigentlich damit anfangen? In Teams und Kollegien kann man gemeinsam den Text der Reckahner Reflexionen lesen und daran arbeiten, wie in jedem Team, in jedem Kollegium die Situation verbessert werden kann. Man kann sich gegenseitig Rückmeldung geben und darauf achten, auch in der Selbstreflexion, dass wir Kinder und Jugendliche anerkennend behandeln und viel mehr Heiterkeit und positives Denken in pädagogische Einrichtungen und Schulen bringen. Nun sind ja viele in pädagogischen Berufen auch allein auf sich gestellt. Das sind vor allen Dingen zunächst einmal die Tagespflegepersonen, die Kinder betreuen in ihren eigenen Wohnungen und Häusern. Aber das sind auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die noch als Einzelkämpfer, wie man sagt, hinter verschlossenen Türen ihre Arbeit tun. Und es ist wichtig, dass alle diejenigen, die noch ganz isoliert fast
und meistens allein arbeiten, sich auch mit anderen zusammentun und mit ihnen gemeinsam die Regeln, die Leitlinien der Rekana-Reflexionen lesen und darüber nachdenken, wie man in den einzelnen pädagogischen Situationen den Umgang mit den Kindern verbessern kann. Dabei geht es überhaupt nicht darum, Perfektion anzustreben oder alles übermäßig zu moralisieren. Es geht einfach darum, dass wir ausreichend gut, genügend gut, good enough, wie der Psychologe Donald Winnicott formuliert hat, schon im 20. Jahrhundert, dass wir good enough handeln. Und wir brauchen dabei die Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen, weil wir neigen ja alle dazu, auch unmutig zu werden, ungeduldig zu werden, dann doch rumzuschreien und Kinder zu verletzen. Deswegen ist es ganz normal, dass es notwendig ist und gut ist, dass man gemeinsam an diesem Thema arbeitet und nicht damit alleine bleibt. Diese Rekana-Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen kann man hier in Rekan bestellen, weil das Projekt von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert wurde. Es wurden grafisch schön gestaltete Materialien, ein Plakat für den Teamraum oder das Lehrerzimmer, eine Broschüre zum Nachlesen der Begründungen, Faltblätter, Mini-Flyer, all das wurde erstellt und kann hier kostenlos bestellt werden. Es gibt auch eine Webseite, auf der man diese Materialien herunterladen kann, auf der man sich eintragen lassen kann, wenn man die Rekana-Reflexionen unterzeichnen möchte. Man kann auch einen Newsletter bestellen und vielerlei Materialien auf der Webseite nachlesen. Mein Name ist Silke Siebrecht-Grabig. Ich bin die Direktorin des Schulmuseums und des Roche-Museums in Rekan. Vor 5 Jahren zeigten wir hier in Rekan unsere Sonderausstellung »Die Sehnsucht nach Anerkennung – Kinderrechte in Geschichte und Gegenwart«. Dort gab es eine Installation mit einem Strafbuch, in das sich die Besucher eintragen konnten. Die ältere Generation berichtete von körperlicher Züchtigung durch ihre Eltern und Pädagogen. Kinder und Jugendliche hingegen waren der Meinung, körperliche Bestrafung würde gar nichts helfen bei der Erziehung. Und ihre Eltern würden sie niemals schlagen. Es ist schon viel passiert in dieser Hinsicht. Das Dorf Rekan war vor 250 Jahren europaweit bekannt durch seine menschenfreundliche Schule, durch den Schulmeister Heinrich Julius Bruns und das Gutsherrenpaar Friedrich Eberhard und Christiane Luise von Rochow. Die alte Schule steht noch, in der Jungen und Mädchen einen kinderfreundlichen Unterricht erhielten. Das heutige Schulmuseum präsentiert diese rochische Musterschule und die regionale Schulentwicklung bis 1946. Schule, Kirche, der Gutspark, das Schloss Rekan, Gräber und Denkmäler sind Originalschauplätze, die bis heute erhalten sind. Im Rochow-Museum wird das Reformwerk des Gutsherrenpaars von Rochow vorgestellt, ganz im Sinne der damaligen sogenannten Aufklärung. Pädagogische Fachkräfte können hier in Rekan den positiven Erinnerungsort an eine menschenfreundliche Schule kennenlernen. Im Rahmen von Fortbildungen oder Teamtagen ist es möglich, den Besuch der Rekaner Museen einzubeziehen und die originalen Schauplätze kennenzulernen. Im Gästehaus der Rochow-Akademie ist es auch möglich, durch Übernachtungen mehrtägige Veranstaltungen zu realisieren.